Alter Schwede. Hör dir das mal an. Ist das der Arnold-Motor oder was? Okay, gleich bist du dran. Wählhebel von D auf P. Ja. Und die Stellmotoren von der Zentralverriegelung haben die noch Winchester nachgemacht. Ja, ja. Ja, ja, ich kenne das. Rein. Und ich denke so, was geht denn hier? Wie geil ist das denn? Ey? Herrlich. Ich lade mal kurz meine Magnum durch. So, jetzt werden wir in den Kampf gehen. Wie viel wir sparen können. Aber warte, ich muss es noch mal machen. Ich lade noch mal meine Knarre, bevor ich in die Preisverhandlung gehe. Gedrückt. Verdammte Scheiße! Wolltest du die Handbremse lösen oder was? Ja, Mann! Heile! Heile! Alter Schwede! Jetzt geht's! Jetzt könnte man sich quasi den Motor angucken, ne? So ein 500er Motor vom Mercedes-Benz hat natürlich richtig Qualm im Socken. Und ich gucke uns das an. Auch als Gasanlage geht der nämlich gut. Warum, erkläre ich euch. Sekunde. So. Was geht ab, Alter? Nichts bei dir, Bruder. Warte. Was mitzumachen? Nochmal? Was hat er genau gesagt? Ich sag zu ihm, was geht ab? Und er so, was geht ab, Bruder? So laufen die. Das ist der neue. Hast du wirklich? Früher, meiner Zeit war so. Und jetzt? Dauert zu lang. Okay. Die Kinder haben auch gerade schon zu viel Zeit. Stress, wir haben keine Zeit mehr. Und jetzt? Die gehen so. Was geht ab, Bruder? Bei dir, Bruder. Und auch auf der Kopfbewegung? Bruder. Was ist mit und du so? Ja, gut, Papa. Und bei dir? Jean-Pierre? Hä? Jean-Pierre, wo ist er? Hier bin ich. Oh. Das ist die andere Seite des Fahrzeuges in der Regel. Ah, du musst dahin, ja? Nee. Hä? Ja, du bist jetzt ganz falsch gelaufen. Wieso? Du wolltest doch zum Motor, oder? Jawohl. Ich wollte die andere Seite angucken. Ach so, okay. Gut. Jo. Weil der Reiterlahm, ja, ist ja nicht schlimm. Also. Fang noch mal an. Und, jo. Was heißt das jetzt eigentlich, Hummer oder Hammer? Ach, da gibt es 50-50, würde ich sagen. Welche sagen Hummer und welche sagen Hammer. Was sagen die Amerikaner denn? Sag mal, wie sagen die Amerikaner? Hummer oder Hammer? Ja, Hammer. Sagen sie das? Hummer sagen nur die Coolen. Ah, Hammer. Hab ich also nur die Coolen in Amerika gefunden. Ja, klar, oder? Die Amerikaner sagen Hummer? Nein. Ich habe welche in Vegas gesehen, die sagen immer Hummer, oh mein Hummer. Ja? Hummer, Hummer. Jetzt muss ich eben die Männerwelt aufklären. Es gibt einmal die Orangenhaut und die Orangenhaut. Ja. Es gibt einmal die Orangenhaut und die Orangenhaut. Wieso schwenkst du denn auf unsere Redakteurin? Ihr habt so gelacht. Warum schwenkst du denn auf die Edith? Nee. Fällt dir beim Thema Orangenhaut, fällt dir was ein? Nee. Nein, ne? Jo. Ja, hier sieht man, dass sie weniger ist. Und hinten im Seitenteil war sie viel, viel stärker. Kannst du einmal mit der Hand so rüber, so ein bisschen? Ja, genau. Und so, wie du das machen würdest bei Edith? Das ist schon geil, so ein Auto zu küssen. Du nickst so. Ja, jeden Morgen. Jeden Morgen knutsche ich den Escalade ab. Gleich platzig.